Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 19. Lernvideo und es wird um rektifizierbare Kurven gehen. Also um die Frage, wie wir eine Länge für Kurven definieren können. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich Sie noch auf einen Umstand hinweisen, der vielleicht für Verwirrung sorgen kann, falls Sie andere Lehrbücher oder andere Texte eben benutzen, um noch einen anderen Blick auf die Inhalte der Vorlesung zu erhalten. Und zwar ist es so, dass die Begriffe, die wir in diesem Kapitel verwenden, nicht einheitlich in der Literatur sind. Für uns ist eine Kurve immer eine stetige Funktion auf einem Intervall, welche einen metrischen Raum abbildet. Und in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt wird eine Kurve immer eine stetige Funktion sein auf einem abgeschlossenen Intervall mit Werten im RD. Dann hatten wir die Menge aller Kurvenpunkte, also das Bild von f, das ist eine Teilmenge vom RD, als die Spur von f bezeichnet. In Textbüchern ist es jetzt oft so, dass das, was wir Kurve nennen, eine parametrisierte Kurve genannt wird oder auch Weg. Und die Spur der Kurve wird einfach als Kurve bezeichnet. Und dann sehen Sie, dass man hier eine nicht ganz einheitliche Situation hat. Wir werden dann in diesem Kapitel die Länge einer Kurve einführen und den Begriff der rektifizierbaren Kurve. Und hier bezieht sich das hier immer auf diese Funktion. In den Lehrbüchern, wo diese Konvention befolgt wird, würde man dann von Länge eines Weges sprechen und von einem rektifizierbaren Weg. Und dann wird in diesen Büchern manchmal noch eine Kurvenlänge eingeführt. Und damit ist dann nicht die Länge unseres Weges oder unserer Kurve gemeint, sondern damit ist dann die Länge der Spur von f gemeint. Wir werden ein Beispiel sehen, dass das prinzipiell zwei verschiedene Sachen sein können. Und es ist auch viel schwieriger, eine Länge für diese sogenannte geometrische Kurve, also für die Teilmenge im RD aller Kurvenpunkte, einzuführen. Da muss man ein bisschen mehr arbeiten und das werden wir eigentlich in dieser Vorlesung nicht intensiv behandeln. Ja, jetzt möchten wir also eine Länge für eine Kurve einführen. Und das ist gar nicht so einfach, das zu tun. Und wir werden hier jetzt schrittweise uns den Begriff erarbeiten und dabei ein Vorgehen verfolgen, das ganz typisch ist in der Analysis, um Eigenschaften für Objekte einzuführen. Und zwar werden wir das so machen, wir werden uns erstmal fragen, was sollte denn die Länge sein für einfache Teilklassen der Objekte, die wir betrachten wollen, also für einfache Kurven. Und welche Eigenschaften sollte dann denn diese Länge dann haben? Und das tragen wir zusammen und dann werden wir sehen, dass das eigentlich dann nur auf eine sinnvolle Definition führen kann. Okay, beginnen wir mal ganz langsam, Schritt für Schritt. Ja, zunächst möchten wir festhalten, dass wenn wir eine Verbindungsstrecke haben, also vielleicht die einfachste Kurve, die man sich so vorstellen kann, also eine Verbindungsstrecke, sagen wir von zwei Punkten, x1 und x0, da würde die Spur der Kurve dann eben so aussehen, dann soll die Länge dieser Verbindungsstrecke gerade der Abstand der beiden Punkte sein. Und wir haben hier, um den Abstand zu messen, haben wir hier die euklidische Norm gewählt. Das ist jetzt eine Entscheidung, die wir machen. Man könnte hier auch jede andere Norm auf dem R auch D wählen und es würde sich nicht viel ändern. Aber wenn wir die euklidische Norm wählen, dann wissen wir zum Beispiel, dass wenn wir die beiden Punkte hier mit einer euklidischen Transformation transformieren, das heißt die beiden Punkte beide mit demselben Vektor verschieben oder um denselben Winkel drehen würden, dann würde sich eben diese Länge der Verbindungsstrecke nicht ändern, weil die euklidische Norm ja invariant ist unter euklidischen Transformationen. Gut, aber der wichtige Punkt ist, wir wollen, dass unsere Länge der Kurve, wenn die Kurve eine Verbindungsstrecke ist, gerade der Abstand der beiden Punkte ist. Ja, Sie sehen hier diese Schreibweise, das ist eine Ad-hoc-Schreibweise, über dem Gleichheitszeichen steht ein Ausrufezeichen und damit möchte ich ausdrücken, dass dieses Objekt, was wir noch gar nicht definiert haben, eben diese Eigenschaft haben soll später. Ja, der zweite Punkt ist auch sehr intuitiv. Was wir möchten, ist eine Additivität
der Länge in Bezug auf die Zusammensetzung von Kurven. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine blaue Kurve haben und eine rote Kurve und die beiden Kurven haben eine Länge. Und wenn Sie jetzt diese Kurven aneinander setzen würden, das könnte ungefähr so aussehen, dann kriegen Sie eine neue Kurve, nämlich die hier dargestellt ist. Dann soll diese Kurve eine Länge haben, die sich als Summe der roten und der blauen Kurvenlänge eben ergibt. Genau, und formal kann man das eben wie folgt ausdrücken. Wenn wir also eine Kurve haben, dieses f bezeichnet jetzt schon den zusammengesetzten Weg und das würde bedeuten, dass wir beispielsweise an diesem Punkt den Punkt fa sehen, Anfang des Intervalls, und hier wären wir am Endpunkt der Kurve, das wäre also der Kurvenpunkt fb. Und wenn wir einen Zwischenpunkt s haben, das könnte der hier sein, dann soll eben gelten, dass die Kurvenlänge der Kurve, die Sie hier sehen, die Summe ist der Kurvenlänge dieses ersten Teilstücks der Kurve plus die Kurvenlänge des zweiten Teilstücks. Ja, wenn wir diese beiden Punkte zusammennehmen, also die Anforderung, dass die Länge einer Verbindungsstrecke gerade der Abstand der Endpunkte ist und die Additivität der Länge, dann ist schon klar, wie denn die Länge eines Streckenzuges aussehen muss. Das muss nämlich dann gerade die Summe der Längen der einzelnen Verbindungsstrecken sein. Ein Streckenzug hatten wir ja definiert als eben eine Kurve, die ungefähr so aussieht. Das heißt, man gibt sich Punkte, Kurvenpunkte vor und Parameterstellen. Und diese Parameterstellen werden dann auf die Kurvenpunkte abgebildet. Und dazwischen hat man einfach Verbindungsstrecken. Und aufgrund der Additivität sind wir also, da der Streckenzug ja eine Zusammensetzung offensichtlich ist von Verbindungsstrecken, dass dann die Länge diese Formel erfüllen muss. Ne? Das sehen Sie auf der linken Seite, also die Länge unseres Streckenzuges, die wir noch definieren müssen. Und auf der rechten Seite sehen Sie zunächst mal, dass wir hier den Streckenzug unterteilen in die einzelnen Teilkurven, die eben dann Verbindungsstrecken darstellen. Das geschieht hier. Wir schränken hier f ein auf so ein Parameterintervall, das durch aufeinanderfolgende Parameterpunkte gegeben ist. Das heißt, diese Kurve hier, die hier steht, die würde dann vielleicht so einem Teilstück, so einer Teilkurve entsprechen und ist dementsprechend gerade eine Verbindungsstrecke. Und für diese Verbindungsstrecken kennen wir eben die Länge. Da wünschen wir uns ja, dass es gerade der Abstand der Endpunkte ist. Und das sehen Sie dann hier. Und dann summieren wir über alle diese einzelnen Verbindungsstrecken auf. Und das muss dann eben die Länge des Streckenzuges sein. Ja, eine andere wichtige Eigenschaft, die Länge haben soll, ist die, dass wenn wir eine Kurve haben, die zwei Punkte verbindet, zum Beispiel in Punkt FA mit einem Punkt FB, dann soll die Länge einer solchen Kurve immer größer gleich sein als die direkte Verbindung der beiden Punkte mit einer Verbindungsstrecke. Das heißt, die Kurve, die blaue Kurve, soll eine Länge haben, die größer ist als die hier rot eingezeichnete Verbindungsstrecke. Und formal kann man das dann so ausdrücken, dass für alle Kurven f, die eben zwei Punkte, sagen wir den Punkt x1 mit dem Punkt x2 verbinden, für alle diese Kurven soll die Länge größer gleich sein als der Abstand der beiden Punkte. Also Sie können jetzt diese drei Punkte, nämlich die Anforderung, dass die Länge einer Verbindungsstrecke gerade durch den Abstand des Anfangs vom Endpunkt gegeben ist. Dann zweitens, dass Additivität gelten soll für die Länge. Und drittens, dass die Länge diese Minimalitätseigenschaft hat. Sie könnten diese drei Punkte sozusagen als Axiome formulieren, die ein sinnvoller Längenbegriff erfüllen muss. Und aus diesen Axiomen kann man dann
verschiedene Eigenschaften für die Länge folgern. Und wir haben schon eine Folgerung gesehen, nämlich wenn wir diese Axiome zugrunde legen möchten, dann gilt für einen Streckenzug eben, dass seine Länge hierdurch gegeben ist. Und bevor wir tatsächlich jetzt ganz für allgemeine Kurven die Länge einführen werden, möchte ich schon antizipieren, dass tatsächlich das, was hier steht, diese Identität hier tatsächlich dann auch die Länge eines Streckenzuges später sein wird. Ja, wir möchten zunächst mal in einem Beispiel mit diesem antizipierten Längenbegriff für Streckenzüge arbeiten. Und in diesem Beispiel führen wir zunächst mal einen Winkel Alpha ein. Der Winkel Alpha ist ein Winkel im Bogenmaß und wir teilen 2 Pi, also 360 Grad, durch eine natürliche Zahl n. N ist größer 0. Dann schauen wir uns diese Matrix an. Das ist eine Rotationsmatrix im mathematisch negativen Sinn. Und zwar wird hier eine Drehung um den Winkel Alpha durchgeführt. Sie sehen das hier an der Visualisierung. Wenn wir diese Drehmatrix auf den ersten Einheitsvektor anwenden würden, das ist dieser rote Pfeil, dann wird dieser eben gedreht im Uhrzeigersinn und auf diesen Pfeil in Magenta abgebildet. In diesem Beispiel bräuchte man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rotationen, um diesen Einheitsvektor 1 zu drehen und auf sich selbst eben wieder abzubilden. Allgemein bräuchte man eben n Rotationen, um den ersten Einheitsvektor wieder auf sich abzubilden. Das heißt, es gilt, was man nachrechnen kann oder was auch aus der Konstruktion dann klar ist und der Interpretation der Aktion dieser Matrix als Drehung. Man bräuchte also allgemein n Rotationen, um wieder am selben Punkt anzukommen. Mit anderen Worten, r hoch n ist dasselbe wie die Identitätsmatrix. Wir haben die Potenz für eine Matrix noch nicht eingeführt. Was das einfach heißen soll, ist, dass man hier n mal das Matrix-Matrix-Produkt hintereinander ausführt. Okay, und jetzt möchten wir uns einen Streckenzug ansehen, der eben die Punkte verbindet durch gerade Verbindungsstrecken, die man erhält, indem man die Matrix bis zu n mal auf den ersten Einheitsvektor anwendet. Das sehen Sie hier. Die Punkte, die man da erhält, sind eben zum einen der Punkt x0, der gerade der erste Einheitsvektor ist. Dann hätten wir den Punkt x1, der durch einmalige Anwendung der Rotation erhalten wird. Dann hätten wir ihren zweiten Punkt, noch einen Punkt und so weiter. Und in diesem Beispiel, wo das n ja 8 ist, erhalten wir eben auf diese Art und Weise 8 Punkte bzw. 9 Punkte, denn der erste und der letzte Punkt sind derselbe. Und wir schauen uns dann also den Streckenzug an, der diese Punkte verbindet. Und da sehen Sie schon, auch wenn die Zeichnung hier nicht so schön ist, was da eben rauskommt, ist ein Vieleck, ein regelmäßiges Vieleck und ein regelmäßiges Vieleck mit genau n Ecken. Ja, für dieses Vieleck können wir jetzt die Länge berechnen, beziehungsweise wir können die Länge dieser Kurve, dieses Streckenzuges berechnen, deren Spur gerade der Rand dieses n-x ist, dieses regelmäßigen n-x. Und das machen wir auf dieser Seite. Und dazu stellt man zunächst mal fest, dass man sehr einfach die einzelnen Verbindungsstrecken berechnen kann. Also was wir hier uns angucken, ist eben der Abstand zweier hintereinander folgender Punkte, Eckpunkte dieses Vielecks. Nach Definition ist das nichts anderes als die Rotation k mal angewendet auf E1 minus die Rotation k minus 1 mal angewendet auf E1. Wir können da den Faktor r hoch k minus 1 ausklammern und erhalten dann diese Identität. Nun ist das, was hier steht, das k minus 1-fache Produkt von Rotationsmatrizen, wieder eine Rotationsmatrix, weil die Menge aller Rotationsmatrix eben eine Gruppe bilden bezüglich der Matrix-Matrix-Multiplikation. Das heißt,
Wir wissen bereits, dass dieses hier eine Rotationsmatrix ist und insbesondere ist es auch eine orthogonale Matrix. Und jetzt können wir verwenden, dass wir ja die 2-Norm betrachten hier und die ist ja invariant unter euklidischen Transformationen. Das heißt, wir können einfach diese Rotation hier vergessen und die Länge ändert sich nicht. Das erklärt diese Identität. Und was hier steht, können wir jetzt einfach explizit hinschreiben. Da schaut man sich die Definition von R nochmal an, von der ersten Spalte von R, denn wir wenden R auf I1 an, da kommt die erste Spalte von R raus. Das ist also Cosinus Alpha minus Sinus Alpha, dieser Vektor. Und in der ersten Komponente müssen wir die 1 abziehen und dann haben wir dieses hier dastehen. Und dann rechnet man die 2-Norm, die euklidische Norm dieses Vektors aus und erhält diesen Ausdruck. Ja, und ich behaupte nun, dass wenn man das ausrechnet, dann 2 mal Sinus Alpha halbe rauskommt. Wie sieht man das? Entweder benutzt man die Additionstheoreme, die Rechenregeln für trigonometrische Funktionen und rechnet drauf los, oder man sieht es auch geometrisch, indem man nochmal sich klar macht, was hier eigentlich steht. Was hier steht, ist folgendes. Das ist hier der erste Einheitsvektor und das ist dieser Vektor mit Einträgen Cosinus Alpha, Sinus Alpha, den man bekommt, indem man den ersten Einheitsvektor dreht um den Winkel Alpha. Und was wir berechnen müssen, ist die Länge, die euklidische Länge dieses grünen Streckenstückes. Und eine Idee zu sehen, was das ist, ist folgende. Man betrachtet die Winkelhalbierende, stellt fest, dass sie einen rechten Winkel hier natürlich bilden muss. Und damit hat man ein rechtwinkliges Dreieck mit Winkel Alpha halbe. Und wenn man jetzt die Definition vom Sinus am Einheitskreis betrachtet, dann stellt man gerade fest, dass diese Streckenlänge gerade der Sinus Alpha von Alpha halbe ist. Und weil der hier 2-mal auftaucht, kommt eben diese Formel hier raus. Um das nochmal zusammenzufassen, was wir hier jetzt also gerade berechnet haben, war die Länge der Verbindungsstrecke zwei aufeinanderfolgenden Ecken in unserem N-Eck. Und jetzt ist ja die Gesamtlänge des Streckenzuges, wie wir bereits gesehen haben, gerade die Summe aller dieser Verbindungsstrecken, der Längen dieser Verbindungsstrecken. Das heißt, wenn wir mit Ln die Länge des Streckenzuges beschreiben, dann ist das hier unsere Formel, die wir berechnen möchten. Wenn wir das jetzt ausrechnen, steht hier gerade der Vektor xk minus xk minus 1. Und hier haben wir gerade festgestellt, dass dann eben dieser Ausdruck hier rauskommt, den wir mit 2 mal Sinus Alpha halbe berechnet haben. Und weil das Ganze eben n Verbindungsstrecken sind, steht hier noch der Faktor n. Und so kommen wir auf diese Formel, wenn man noch berücksichtigt, dass Alpha gegeben war durch 2 Pi über n. Ja, und was hier also steht, ist jetzt der Umfang unseres regelmäßigen nx, das in den Einheitskreis eingeschrieben ist. Was man jetzt noch beobachten kann, ist, wenn man hier den Grenzwert n gegen unendlich untersucht und die Regel von L'Hôpital verwendet, da stellt man fest, dass im Grenzwert n gegen unendlich hier gerade 2 Pi herauskommt. Und 2 Pi ist ja gerade der Umfang des Einheitskreises. Ja, was ist da passiert? Nun, wenn n immer größer wird, dann unterteilen wir unseren Einheitskreis in, immer feiner in Streckenpunkte und wir bekommen damit Streckenzüge, die eben dann n-Ecke beschreiben mit immer mehr Ecken, regelmäßige n-Ecken mit mehr Ecken. Und wir haben schon gezeigt in der letzten Sitzung, dass dieser Streckenzug die Kreislinie approximiert in der Supremumsnorm beispielsweise. Und was wir jetzt eben gezeigt haben, ist, dass wenn wir die Längen dieser n-Ecke berechnen und zum Grenzwert übergehen, dann existiert erstmal ein Grenzwert und der Grenzwert ist 2 Pi. Und wir möchten uns dann später klar machen, dass, nachdem wir dann tatsächlich die Länge für beliebige Kurven definiert haben, das tatsächlich auch die Länge der Kreiskurve ist. Ja, in dieser kleinen Bemerkung möchte ich nochmal klar machen, dass es ein Unterschied ist, ob man von der Länge einer Kurve oder der Länge der Spur spricht. In der alternativen Bezeichnung, die man in Lehrbüchern findet, in manchen Lehrbüchern würde man sagen, die Weglänge ist was anderes als die
Länge einer geometrischen Kurve. Und das Beispiel ist ganz einfach. Man hat zwei Punkte, x unten Stern, x oben Stern, und definiert eine Kurve, die diesen zunächst mal von x Stern nach x oben Stern geht und dann wieder zurückgeht und dann wieder dorthin geht und das Ganze zwar n mal. Wenn man das formal definieren möchte, dann sieht die Kurve eben, ist die Kurve ein Streckenzug und das sind eben hier die, die Streckenpunkte, die durch den Streckenzug verbunden werden. Ja, und jetzt verwenden wir unsere Längendefinition für unsere Kurve und sehen eben, weil man den Weg zwar n mal entlangläuft, dass dann eben die Weglänge dieser Kurve 2n mal der euklidische Abstand dieser beiden Punkte ist. Andererseits, wenn ich mir jetzt nur die Spur anschaue, dann würde ich gerade dieses Bild hier sehen. Ich würde insbesondere nicht sehen, wie oft ich jetzt da hin und her laufe oder ob ich zwischendurch mal umdrehe und dann wieder weitergehe und so weiter. Und hier wäre jetzt sozusagen eine sinnvolle Längendefinition für die Spur, also für das, was ich hier sehe, eben der Abstand von x Stern nach x oben Stern. Und das ist eben immer kleiner als x Stern, als die Weglänge, die wir haben, außer beide Punkte stimmen überein. Also die Message hier ist, Kurvenlänge oder Länge eines parametrisierten, einer parametrisierten Kurve ist nicht identisch mit der Länge der Spur bzw. der Länge der geometrischen Kurve. Ja, wir kommen jetzt zu der interessanten Frage, wie man denn die Länge einer beliebigen Kurve definieren kann. Ich male einfach mal eine beliebige Kurve dorthin und die Frage ist, wie kann ich jetzt mathematisch hier die Länge definieren? Durch ein Experiment könnten Sie das so machen, Sie könnten einen Bindfaden auf diese Kurve legen, dann den Bindfaden auseinanderziehen und ein Lineal drin, dranhalten und so die euklidische Länge bestimmen. Mathematisch machen wir das ein bisschen anders und zwar ist die Idee folgende, da wir ja gut verstehen, wie man die Länge eines Streckenzuges berechnet, werden wir einfach so eine Kurve durch einen Streckenzug zunächst mal interpolieren. Das macht man, indem man hier Punkte markiert und dann eben den entsprechenden Streckenzug sich ansieht. Für diesen roten Streckenzug kann ich dann die Länge ausrechnen. Und jetzt muss die Länge dieser blauen Kurve größer gleich sein als die Länge des Streckenzuges. Warum? Nun, wenn ich mich hier auf so eine Teilkurve zurückziehe, da haben wir eine Situation, wo diese blaue Teilkurve die beiden roten Punkte hier verbindet. Und wir hatten das Axiom, dass die kürzeste Verbindung sozusagen immer eine gerade Verbindung sein soll. Von daher, wenn man das dann zusammensetzt, dieses Argument, muss gelten, dass die Länge dieses Streckenzuges, die soll tatsächlich kleiner gleich sein als die Länge von f. Und das bedeutet nun insbesondere, dass wenn ich hier eine andere oder zum Beispiel auch eine feinere Interpolation nehme, indem ich zum Beispiel zusätzliche Punkte hier dazu hinzufüge, dass natürlich auch für die neue entstandene Streckenzugkurve dieses hier gelten soll. Und weil das dann eben für jede interpolierenden Streckenzug richtig sein soll, werden wir einfach die Länge unserer Kurve als das Supremum der Längen aller interpolierender Streckenzüge definieren. Ja, um das rigoros hinschreiben zu können, brauchen wir zunächst mal den Begriff der Zerlegung. Bevor ich die formale Definition diskutiere, male ich erstmal ein Bild. Wir schauen uns das Intervall AB an. Hier könnte vielleicht A liegen, hier liegt vielleicht B. Auf diesem Intervall denken wir uns eine Kurve. Also das soll der Definitionsbereich einer Kurve sein. Und wir möchten jetzt das Intervall in endlich viele Punkte zerlegen, die T0 bis Tn benannt werden. Und die Konvention ist, dass man eben mit T0 den Anfangspunkt des Intervalls bezeichnet und mit Tn die rechte Grenze des Intervalls. Und dazwischen legt man jetzt Punkte T1, T2 und so weiter. Der Index n kann hier eine beliebige, echt positive, natürliche Zahl sein. Und die Konvention ist, dass diese
Parameterpunkte T0 bis Tn eben immer geordnet sind in diesem Sinne hier. Man zählt keinen Punkt doppelt und man hat immer hier eine strikte Relation. Und solche zunächst mal Mengen, also die Mengen dieser Parameterpunkte, diese Menge dieser Parameterpunkte, die nennt man dann eine Zerlegung von AB. Und man kann dann für eine Zerlegung des Intervalls AB eine Feinheit einführen. Und hier sehen Sie die formale Definition. Und gut, zunächst mal ist, so wie es hier definiert ist, Z einfach eine Teilmenge von AB mit der Eigenschaft, dass A und B in Z drin liegen. Aber für uns ist es jetzt immer wichtig, dass wir diese Elemente dieser Teilmenge, die auch endlich sein muss nach Definition, in einer konsistenten Art durchnummerieren, und zwar eben so, wie es hier an dem Bild beschrieben ist, dass wir die Elemente durchnummerieren mit T0 bis Tn, und die Konvention ist, dass diese eben geordnet sind. Und als Kurzschrift schreiben wir dann einfach Z ist gleich, und die geben diese Menge an und bezeichnen auf diese Art und Weise zum einen mit Z die Zerlegung, und auf der anderen Weise haben wir dann auch schon Parameterpunkte definiert T0 bis Tn, die die Elemente durchnummerieren von Z. Das ist also unsere Konvention. Ja, dann kann man die Menge aller Zerlegungen sich anschauen für ein Intervall. Das ist das geschwungene Z. Und wenn wir jetzt eine Kurve haben auf dem Intervall AB und eine Zerlegung haben für das Intervall, dann können wir diese approximative Länge einführen. Dieser Ausdruck hier hängt von der Kurve ab und auch von der Zerlegung. Und was man einfach macht, ist, man summiert die Kurvenpunkte auf, die zu der Zerlegung gehören. Also um ein Bild zu malen, das ist unsere Kurve. Dann habe ich dieses Intervall da oben. Das heißt, dieses wird durch eine Funktion f auf unsere Kurve abgebildet. Das bedeutet insbesondere, dass vielleicht dieser Punkt hier gerade der Punkt ft0 ist und dieser letzte Punkt wäre dann der Punkt ftn. Und dazwischen liegen andere Punkte, ft1, f an der Stelle t2 und so weiter. Und dann können wir zu diesen Kurvenpunkten, können wir jetzt einen Streckenzug uns ansehen. Der könnte so aussehen, und was hier steht, ist dann nichts anderes als die Länge, die wir bereits diskutiert haben für diesen Streckenzug. Und zwar ist es ein Streckenzug, der dadurch eindeutig definiert ist, durch Festlegung der Kurve und der Zerlegung. Jede Zerlegung liefert mir einen anderen Streckenzug, wenn ich so möchte, und für den kann ich die Länge dann berechnen, und die steht hier. Und das definiert uns dieses wichtige Objekt. Ja, wir möchten uns mit diesem Begriff der Zerlegung nochmal beschäftigen. Wenn wir ein Intervall AB haben und eine Zerlegung Z1, ich male jetzt einfach nur die Punkte ein, die zu der Zerlegung gehören, und eine zweite Zerlegung Z2, die vielleicht aus jenen Punkten besteht, dann kann es passieren, dass eben die eine Zerlegung in der anderen enthalten ist, so wie in diesem Beispiel hier. Da ist die Zerlegung Z2, enthält alle Punkte von Z1 und noch diesen zusätzlichen Parameterpunkt. Und dann haben wir einfach diese Mengeninklusion. Das heißt, diese Mengeninklusion ist zunächst mal eine Ordnung auf der Menge aller Zerlegungen. Es kann natürlich aber auch sein, dass man die beiden Zerlegungen nicht vergleichen kann, zum Beispiel wenn die grüne Zerlegung nicht diesen roten Parameterpunkt enthält, dann ist weder Z1 in Z2 enthalten noch andersrum. Das heißt, diese Ordnung ist eben nur eine partielle Ordnung und keine totale Ordnung auf dem Raum der Zerlegungen. Ja, was auch klar ist, ist, wenn wir zwei Zerlegungen haben, dann können wir die Vereinigung bilden, weil wir zwei endliche Mengen vereinigen, ist das auch wieder eine endliche Menge. Und das ist auch wieder eine Zerlegung des Intervalls, und diese Zerlegung ist eine Obermenge der beiden Zerlegungen, die wir vereinigt haben. In diesem Beispiel könnte das also eine Zerlegung sein, die ich jetzt hier in pink einzeichne. Da müsste also dieser Punkt hier drin sein,
der grüne Punkt, aber auch der rote, dann der Punkt und dieser Punkt. Und dieses Z wäre dann eben die Vereinigung von Z1 und Z2. Wenn wir also eine Relation haben, dass eine Zerlegung in der anderen enthalten ist, dann sagen wir auch, was intuitiv ist, dass dann die Obermenge auch die feinere Zerlegung ist. Warum feiner? Weil man eben das Intervall feiner zerlegt. Ja, und dann gibt es eben noch spezielle Zerlegungen, die auch später eine Rolle spielen werden. Und das ist, wenn wir wieder so ein Intervall haben, AB, dann können wir das Intervall in gleichmäßig große Teilintervalle zerlegen. Also wir können einfach diese Parameterpunkte äquidistant anordnen. Und das sind dann eine äquidistante Zerlegung und Sie können sich dann klar machen, dass dann die Parameterpunkte der Zerlegung gerade durch diese Vorschrift hier gegeben sind. Wenn man für k gleich 0 einsetzt, sieht man, dass t0 gleich a ist. Wenn man für k gleich n einsetzt, sieht man, dass tn gerade b ist. Und man sieht, dass der Abstand aufeinanderfolgender Parameterpunkte gerade b minus a über n ist. Ja, wir hatten zu Beginn des Videos ja gefordert, dass die Länge additiv sein soll. Und wir möchten uns erstmal hier klar machen in dem Lemma, dass diese approximative Länge additiv ist. Wie ist das hier formuliert? Nun, wir starten mit einer Kurve und mit einer Zerlegung. Ich male mal hier ein Bild. Das ist also zunächst mal unser Intervall A, B und wir haben eine Zerlegung. Ich male hier nur die Punkte ein. Und wir wählen uns jetzt einen Parameterpunkt der Zerlegung aus. Der ist hier mit S benannt. Sagen wir, das wäre der Punkt S. Und dann können wir mit Hilfe des Punktes S zwei Intervalle betrachten, nämlich zum einen das Intervall A bis S und zum anderen das Intervall von S nach B. Und dann haben wir eine Kurve, die das Intervall in den Rn abbildet, zum Beispiel hierhin. Und auf dieser Kurve liegt irgendwo am Anfang der Punkt Fa und am Ende der Punkt Fb. Und zwischendurch finden wir einen Punkt Fs. Und dann ist es so, dass eben das erste Intervall auf den vorderen Streckenabschnitt in diesem Beispiel hier abgebildet wird. Das heißt, das würde dann so aussehen, während der zweite Streckenabschnitt hier auftauchen werden würde. Und diese beiden Intervalle, die hier stehen, die bezeichnen wir mit einmal mit römisch i und j. Und was jetzt nun passiert ist, wenn wir unsere Kurve f auf dieses erste Intervall i einschränken, dann kriegen wir eine Teilkurve, die gerade diesem Abschnitt entsprechen würde. Und wenn wir die Kurve auf j einschränken, dann kriegen wir eine Teilkurve, die diesem zweiten Abschnitt hier entsprechen würde. Und es ist so, dass wenn wir unsere ursprüngliche Zerlegung auf eine dieser beiden Intervalle einschränken würden, also den Schnitt bilden, dann entsteht wieder eine Zerlegung. Und das liegt daran, hier ist es wichtig, dass eben dieser Punkt S, den wir benutzt haben, um die Intervalle zu definieren, auch ein Parameterpunkt in unserer ursprünglichen Zerlegung ist. Na, wenn der Punkt S kein Zerlegungspunkt wäre, unserer ursprünglichen Zerlegung, dann wären diese Mengen hier keine Zerlegung, weil dann einfach der Endpunkt der entsprechenden Teilkurven nicht Teil der Zerlegung wäre und das haben wir aber gefordert bei einer Zerlegung. Okay, und die Behauptung ist jetzt eben, die approximative Länge der Kurve f ist eben die Summe dieser beiden Teilkurven. Okay, jetzt ist es ein bisschen umständlich, immer hier diese Restriktion hier hinzuschreiben und hier auch nochmal. Deshalb machen wir jetzt eine Kurzschrift und lassen die einfach weg, die Restriktion hier. Aber es ist klar von der Schreibweise, was gemeint ist. Ja, kommen wir zum Beweis. Wir starten mit einer Zerlegung Z und wir bezeichnen die Parameterpunkte der Zerlegung mit T0 bis Tn.
Und nach Voraussetzung muss in dieser Menge eben unsere Zwischenstelle S enthalten sein. Das heißt, es gibt einen Index L, der, sodass S gerade der L-te Parameterpunkt ist. Das bedeutet also zum einen, dass dieser Punkt hier gerade TL ist. Okay, und jetzt rechnen wir einfach los. Wir schauen uns die approximative Länge an. Nach Definition ist es gerade dieser Ausdruck, also die Länge des interpolierenden Streckenzuges, der zu dieser Zerlegung gehört. Wir teilen jetzt diese Summe auf in die Summe bis L. Das heißt, wir summieren von hier bis hier und dann die Summe von L plus 1 bis N. Das heißt, wir summieren von hier bis hier. Da ist nichts passiert. Da ist einfach die Summe zerlegt worden in zwei Summen. Aber jetzt stellt man fest, das, was hier steht, ist gerade die approximative Länge der restringierten Kurve F auf das erste Intervall. Und das hier ist gerade die approximative Länge von F bezüglich der Zerlegung, die wir erhalten, wenn wir Z mit diesem zweiten Intervall schneiden. Und das ist schon der Beweis. Ein zweiter Wunsch an unsere Länge war ja, dass, wenn wir eine Kurve haben, die zwei Punkte verbindet, zum Beispiel diese beiden hier, dann soll die Länge dieser Kurve immer größer gleich sein als die Länge der direkten Streckenverbindung. Also die ebenso aussehen könnte. Und um das später zu zeigen, machen wir den ersten Schritt, indem wir eine Dreiecksungleichung beweisen, die Sie hier sehen. Hier schaut man sich also eine Kurve an und zwei Zerlegungen. Die erste Zerlegung ist die einfachste, die kleinste Zerlegung, die es gibt. Die besteht aus dem Anfang und Endpunkt des Intervalls. Und der Streckenzug, der dazu gehört, ist gerade diese grüne Linie. Dann haben wir hier noch eine zweite Zerlegung, die aus einem zusätzlichen Punkt besteht. Und dieser Punkt könnte durch die Kurve beispielsweise auf diesen Kurvenpunkt hier abgebildet werden. Und dazu gehört ein Streckenzug, der eben nicht viel komplizierter ist, aber so aussieht. Und die Aussage des Lemmas ist, dass die Länge der grünen Kurve kleiner gleich ist als die Länge der rosanen Kurve. Ja, wir können das beweisen. Wir beginnen mit der linken Seite, benutzen die Definition. Und jetzt hier als einziges Argument, das nicht ganz trivial ist, eben die Dreiecksungleichung, um den zusätzlichen Kurvenpunkt Fs reinzuschmuggeln. Und dann haben wir schon die rechte Seite dastehen. Ja, als nächstes möchten wir diese Aussage der Dreiecksungleichung liften auf eine bisschen allgemeinere Situation und erhalten dadurch ein Monotoniekriterium, oder kein Monotoniekriterium, sondern eine Monotonieaussage. Und zwar folgende: Wenn wir eine Kurve haben, die auf einem Intervall AB definiert ist, also hier sehen Sie das Intervall AB und das soll die Kurve sein, die Spur der Kurve. Und Sie haben jetzt zwei Zerlegungen. Zum einen eine Zerlegung Z1, die hier mit roten Punkten dargestellt ist, und zum anderen eine Zerlegung Z2, die hier in pink dargestellt ist. Und die Zerlegung Z2 soll eben feiner sein als die Zerlegung Z1. Das sehen Sie hier. Dann sollen die approximativen Längen auch so geordnet sein. Wie muss man sich das am Bild vorstellen? Also zu dieser roten Zerlegung gehört beispielsweise der Streckenzug, der hier eingetragen ist. Und zu dieser pinken Zerlegung gehört ein weiterer Streckenzug, der eben noch mehr Streckenpunkte hat. Zerlegungspunkte hat, hier noch ein und hier noch ein, und dazu gehört jetzt eben diese pinke Linie, die nicht ganz anders aussieht. Und die Aussage ist nun, ja, die Länge dieser pinken Linie ist eben größer als die Länge der roten Linie. Kommen wir zum Beweis. Da stellt man zunächst mal fest, dass es völlig ausreicht, sich einen Spezialfall anzusehen, nämlich der Spezialfall, wo die zweite Zerlegung, die feinere Zerlegung, gerade einen zusätzlichen Parameterpunkt hat. Nun, warum ist das so? Man kann, wenn man diesen Fall verstanden hat, dann durch
Iteration des Argumentes auch den Fall verstehen, wo Z2 zwei zusätzliche Punkte hat und dann eben drei zusätzliche Punkte und so weiter. Und kommt bis zu dem Fall, wo Z2 eben endlich viele Punkte mehr hat als Z1. Und das ist dann die allgemeine Situation, die wir zu verstehen haben. Also beschränken wir uns hier bei dem Argument auf diesen Spezialfall. Wir nehmen also an, Z1 habe diese Form mit Parametern der Punkten T0 bis Tn. Und Z2 habe diese Form. Und es gibt halt einen zusätzlichen Punkt, hier mit S bezeichnet. Und der muss natürlich dann zwischen zwei vorhandenen Parameterpunkten aus der Zerlegung Z1 liegen, die hier zu dem Index L führen. Und das sind hier Punkte in der Mitte. Okay. Ja, dann betrachten wir mal nur die Teilkurve, die zu diesem Intervall gehört, die zu diesen beiden Parameterpunkten aus der ersten Zerlegung gehört, die eben diesen neuen Punkt umschließen. Die Länge der Kurve, eingeschränkt auf dieses Intervall, ist nach oben abgeschätzt durch die Länge der Kurve, auch eingeschränkt auf dieses Intervall, aber bezüglich der zweiten Zerlegung. Wenn man sich das nochmal hinmalt, was dort steht, dort haben wir also an dieser Stelle die Zerlegung, die nur aus den Punkten TL-1 und TL besteht. Und an dieser Stelle haben wir eben die Zerlegung mit den Punkten TL-1. Jetzt kommt der neue Punkt S und dann der Punkt TL. Und dann sehen wir, das ist ja gerade die Aussage der Dreiecksungleichung, die wir gerade bewiesen haben. Ja, und was wir jetzt machen können, ist die Gesamtlänge der Kurve berechnen, indem wir die Kurve in drei Abschnitte unterteilen. In den ersten Abschnitt, der von T0 bis TL-1 führt, dann kommt dieser Abschnitt, den wir gerade diskutiert haben, und dann kommt der letzte Abschnitt von TL bis TN. Die ersten beiden Streckenabschnitte ändern sich nicht, wenn wir die Zerlegung Z1 durch Z2 ersetzen, weil dort hat Z2 eben nicht zusätzliche Punkte. Diese beiden Mengen, die hier stehen, sind identisch. Und das Gleiche gilt auch für den letzten Kurvenabschnitt. Dort sind diese beiden Mengen nach Voraussetzung identisch. Und für den mittleren Kurvenabschnitt haben wir gerade diese mit der Dreiecksungleichung die Abschätzung bewiesen und sehen, dass der untere Term größer gleich ist als der obere Term. Und deshalb steht hier diese Relation. Ja, und dann aufgrund der Additivität gilt dann, dass eben die Summe dieser drei Kurven wieder die Länge der Gesamtkurve ergibt bezüglich der Zerlegung Z2. Ja, in dem nächsten Lemma möchten wir uns eine spezielle Kurve ansehen, nämlich einen Streckenzug. Wie definiert man nochmal einen Streckenzug? Nun, man muss sich Parameterpunkte wählen, die hier mit T0 bis Tn bezeichnet sind. T0 sei hier A und Tn sei eben B. Und diese Parameterpunkte werden auf Punkte im Raum zunächst mal abgebildet. Die Punkte sind hier mit x0 bis xn bezeichnet. Und dann bildet man eben die Verbindungsstrecken zwischen diesen Punkten. Und auf diese Weise wird dann der Streckenzug F definiert. Und diese Parameterpunkte, die man zur Definition des Streckenzugs verwendet, die kann man zusammenfassen in eine Menge Z1 und das ist eine Zerlegung des Intervalls. Und das ist eine in gewisser Weise die natürliche Zerlegung, die zu einem Streckenzug gehört. Jetzt können wir aber natürlich diese Zerlegung auch verfeinern und zusätzliche Punkte hier hinzufügen. Das wäre also dann die Z-Zerlegung Z2, die zusätzliche Punkte enthält. Ich nenne die jetzt einfach mal S1 und S2. Und wenn wir jetzt unseren Streckenzug betrachten und dann den interpolierenden Streckenzug zu F betrachten, der zu dieser zweiten Zerlegung gehört, dann würde das so aussehen, dass hier eben einfach zusätzliche Zwischenpunkte eingefügt wurden und wir bekommen dann diese Linie in rosa und man stellt fest, ja, das ist ja genau die gleiche Funktion. Man hat also, wenn man jetzt den Streckenzug, der zu der Zerlegung Z2 gehört, und welcher
F interpoliert, festgestellt, dass er genau der gleiche Streckenzug rausbekommt. Wenn man aber jetzt sich nun die approximative Länge ansieht, dann ist a priori gar nicht klar, ob die Länge, die approximative Länge, die zu dieser feineren Zerlegung gehört, denn identisch ist mit der Länge, die zur natürlichen Zerlegung gehört. Und dementsprechend eben durch diesen Ausdruck auf der rechten Seite hier gegeben ist. Und genau das sagt dieses Lemma. Also es besagt eben, dass wenn wir die natürliche Zerlegung verfeinern und die approximative Länge uns ansehen, dann verändert sich die Länge eben nicht. Anders wäre es, wenn wir aus der Menge Z1 der natürlichen Zerlegung einen Punkt rauslöschen würden, dann würden wir im Allgemeinen eine Kurve bekommen, die eben kürzer ist. Ja, schauen wir uns den Beweis an. Die erste Beobachtung ist, wegen der Additivität der approximativen Länge genügt es wieder, dass man sich immer diese Teilstrecken hier ansieht. Das heißt, diese Teilintervalle zwischen zwei Parameterpunkten der natürlichen Zerlegung Z1. Das heißt, was wir nur zeigen müssen, ist diese Behauptung hier. Wenn wir f restringieren auf die Zerlegung Z2, eingeschränkt auf so ein Intervall, dann soll gerade die Länge dieser Verbindungsstrecke rauskommen und die ist eben in diesem Fall durch diesen Ausdruck hier gegeben. Also wir müssen diese Identität einfach nur nachweisen für alle Indizes k von 1 bis n. Ja, und das möchten wir jetzt tun. Wir fixieren also ein k und damit so ein Intervall von tk minus 1 bis tk. Und wir betrachten jetzt hier diese Zerlegung Z2, die ja feiner ist. Und das bedeutet, diese Zerlegung Z2 kann neben tk-1 und tk noch weitere Parameterpunkte enthalten. Und wir nummerieren jetzt alle Parameterpunkte in diesem Intervall durch und bezeichnen den ersten mit S0, der entspricht dann tk-1, den zweiten mit S1 und so weiter. Und der letzte wäre dann ein Parameterpunkt Sm, wobei m eben eine endliche Zahl ist und der entspricht gerade dem tk. Ja, und jetzt können wir diese Länge hier mit Hilfe unserer Formel berechnen. Das ist ja dann hier diese Summe, wo man von i bis m rechnet und immer die Abstände der zugehörigen Kurvenpunkte aufsummiert. Und der wichtige Punkt ist jetzt zunächst mal festzustellen, dass da tk minus 1 tk eben Parameterpunkte sind des Streckenzuges, dass wenn wir unsere ursprüngliche Kurve auf dieses Intervall hier einschränken, dann ist die Einschränkung unserer Kurve auf dieses Intervall gerade eine Verbindungsstrecke. Und das bedeutet, dass dort die Kurve diese Form hier hat. Und das kann man jetzt benutzen. Wir fangen mit dieser Summe an, die wir berechnen müssen. Wir können jetzt den Ausdruck hier ausrechnen, da bekommen wir diesen Ausdruck zurück. Das hier kürzt sich mal raus und es bleibt eben die Differenz von diesen Ausdrücken hier über für die richtigen Parameter s. Deshalb steht hier si minus si minus 1. Jetzt ist das hier eine positive Zahl und wir können die aus der Norm herausziehen aufgrund der absoluten Homogenität. Und also das hier wird aus der Norm gezogen und dann sehen wir, dass da eine Norm übrig bleibt, die gar nicht mehr von i abhängig ist. Das ist einfach der Abstand vom letzten Punkt zum ersten Punkt. Das heißt, wir können dann diesen Abstand aus der Summe rausziehen. Das ist hier passiert, deshalb steht es hier vorne. Und dann müssen wir nur noch diese Zahlen aufsummieren. Die Zahlen, die sind eigentlich positiv, das heißt, hier müsste gar kein Betrag stehen. Und wir sehen jetzt, dass es eine Teleskopsumme ist. Und was übrig bleibt im Zähler ist eben Sm am Schluss minus S0, wenn wir die Summe gebildet haben. Und okay, dieses Sm minus S0, diesen Nenner können wir rausziehen. Und was dann eben zu sehen ist, ist, dass diese Summe sich zu 1 summiert. Und dann haben wir dastehen, dass tatsächlich diese Summe der Teillängen gerade die Summe ist
Also der Abstand ist von Sm zum Kurvenpunkt, der zu S0 gehört. Und das ist das, was wir zu zeigen hatten. Ja, als nächstes Beispiel wollen wir uns eine dyadische Zerlegung ansehen. Da haben wir wieder eine Kurve auf einem Intervall AB. Ich male mal hier das Intervall AB nochmal ein. AB. Und wir zerlegen jetzt dieses Intervall auf diese Art und Weise. Und zwar haben wir hier einen Parameter n. Wenn n gleich 0 ist, zerlegen wir dieses Intervall in genau zwei Punkte, nämlich in den Punkt A und B. Wenn n gleich 1 ist, zerlegen wir dieses Intervall in... Ja, wir möchten uns jetzt als Beispiel eine dyadische Zerlegung eines Intervalls ansehen. Dazu male ich mal das Intervall auf. Hier ist also A und hier ist B. Bei dieser dyadischen Zerlegung gibt es einen Parameter n. Wenn n gleich 0 ist, zerlegen wir das Intervall in zwei Punkte, nämlich in den Punkt A und B. Und wenn n gleich 1 ist, dann kriegen wir eine zweite Zerlegung, die einen zusätzlichen Punkt hat, nämlich diesen Punkt hier, der genau in der Mitte liegt von A und B. Wenn n gleich 2 ist, kommen zwei weitere Punkte hinzu, die wir erhalten, indem wir diese Intervalle nochmal in der Mitte teilen. Für n gleich 3 kommen vier Punkte dazu, die wir durch Teilung dieser Intervalle erhalten. Und für n gleich 4 kommen 8 Punkte dazu und so weiter. Was man also sieht, ist, dass man hier eine Folge von Zerlegungen bekommt, die eine aufsteigende Folge bezüglich der Inklusion bilden. So, und jetzt können wir, wenn wir eine beliebige Funktion f haben, uns die approximativen Längen anschauen, die zu diesen Zerlegungen gehören. Wir kürzen das mal mit klein ln ab. Und wir sehen, da diese Zerlegungen geordnet sind bezüglich der Inklusion, dass wir mithilfe dieser Monotoniebeobachtung, die wir gerade gemacht haben, hier eine Folge von nicht-negativen Zahlen haben, die monoton wachsend ist. Und solche Folgen, das wissen wir aus der Analysis 1, konvergieren entweder gegen eine reelle Zahl oder sie konvergieren uneigentlich gegen plus unendlich. Wir können hier als Spezialfall vielleicht eine Funktion f ansehen, die auf 0 bis 2 pi definiert ist und diese Funktionsvorschrift hat. Diese Funktion, oder die Spur der Funktion, ist gerade der Einheitskreis. Und das ist eine Kurve, die genau einen Doppelpunkt hat, nämlich den Doppelpunkt mit Koordinaten 1, 0. Und wenn wir jetzt hier diese dyadischen Zerlegungen auf diese Kurve anwenden, dann kriegen wir für jedes n ein Vieleck, nämlich gerade ein regelmäßiges 2 hoch n-Eck heraus. Und für diese 2 hoch n-Ecken hatten wir ja schon die Länge berechnet und wir haben gesehen, dass die in diesem Fall gegen eine endliche Zahl konvergieren und die Zahl ist 2 Pi.